Meine Rendite 2020. Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in welchem ich dir die vorläufige Rendite meines Trade Republic Depots im Jahr 2020 zeigen möchte. Dieses Video war mal wieder sehr, sehr aufwendig. Ich habe das relativ kompliziert alles ausgerechnet. Das hat sehr viel Arbeit gemacht. Ich habe über einen Tag an dieser Tabelle halt gehangen. Und wenn du mich damit etwas belohnen möchtest, dann hinterlass mir jetzt schon mal ein Like. Nimm dir bitte auch Zeit für dieses Video, denn das ist verhältnismäßig komplex. Das heißt, guckst dir irgendwo in Ruhe an deinem Smartphone oder an deinem Computer. Und wenn du mich weiterhin unterstützen möchtest, dann öffne gerne ein Depot oder Konto über die Links in der Videobeschreibung und los geht's. Ja, ja, ich weiß, das Ganze sieht ein bisschen kompliziert aus, aber ich erkläre euch das mal Stück für Stück, was wir hier gerade sehen. Wir haben erstmal gewisse Zahlen zu gewissen Stichtagen. Die Stichtage stehen hier vorne, das heißt, wir haben den 31. Januar bis hin zum 6.11. Das ist also der letzte Tag, zu dem ich mein Depot hier gecheckt habe. Dann haben wir einen Depotbestand, und zwar haben wir einen gesamten Depotbestand. Diesen Depotbestand habe ich aus dem jeweiligen Video, was ich ja in diesem Kanal bereits veröffentlicht habe. Das heißt, die meisten Zahlen, die ich hier einfach aufgeführt habe, die kannst du anhand der bereits veröffentlichten Videos über mein Trade Republic Depot einfach nachvollziehen. Den Cashbestand, den zeigt mir natürlich Trade Republic so auch nicht mehr an, insbesondere nicht rückwirkend. Und auch diesen Betrag habe ich aus diesen Videos halt einfach rausgezogen. Daraus kann ich dann natürlich einfach die investierte Summe zum jeweiligen Zeitpunkt ausrechnen. Ich habe hier den Betrag der Nominalinvestition, das heißt der Betrag, den ich auf meinem Depot habe ohne Rendite. Dies ist meine Rendite absolut, das was in der Trade Republic App immer angezeigt wird. Und dies ist die Rendite nach Depotbestand. Das ist auch genau die Rendite, die Trade Republic immer anzeigt. Und das ist die Rendite nach Investition. Das heißt, wie viel Geld habe ich aktuell investiert und wie hoch ist davon meine Rendite. Und da die Investition in der Regel geringer als mein Depotbestand ist, ist diese Rendite nach Investition jeweils auch etwas höher. Du siehst hier jeweils die markierten Bereiche und hier unten siehst du halt auch immer, was ich da genau ausgerechnet habe. Das heißt, die Formel siehst du dann auch noch hier unten. Dies ist übrigens nicht Excel, sondern ich benutze hier Numbers auf meinem iMac und das heißt, dass das Programm ein wenig anders funktioniert als Excel, aber die Formel sollten genauso auch für Excel gelten. Ja, und das Interessante ist, hier siehst du an der Seite die blau markierten Zahlen, die Rendite, die mir Trade Republic zum jeweiligen Zeitpunkt halt immer ausgeworfen hat. Das sind die Zahlen und ich habe das Ganze versucht so zu tracken, dass ich ungefähr zwei Zahlen im Monat habe. Das heißt, ich habe ja hier im Januar begonnen. Hier könnte ich auch noch mal Januar halt einfach reinschreiben, dann wäre es noch ein bisschen genauer. Und du siehst, dass ich immer versucht habe, zwei Stichtage hier im Monat zu wählen, so dass wir möglichst vergleichbare Zahlen haben. Natürlich sind das immer nur Stichtage. Das heißt, was dazwischen passiert ist, wird hier nicht getrackt. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen haben wir schon mal so eine Art Hochrechnung hier in diesem Depot. Das ist der Schlussbestand zum 6.11. Das sind auch Zahlen, die du in dem letzten Video halt einfach sehen konntest. Und dies ist der Stichtag. Ich nehme das Video jetzt gerade am 12.11. auf, also am Donnerstag in der darauffolgende Woche. Und diese Daten stammen halt einfach von einem Freitag. Und jetzt gucken wir uns mal an, welche Werte wir hier herausziehen können. Zum einen gibt es einen Durchschnittswert, der sogenannte arithmetische Mittelwert, oder es gibt den Medianwert. Ja, die Sache ist folgende, also wenn du dich mit Mathe überhaupt nicht auskennst, dann ja, spul vielleicht einfach nochmal irgendwie zwei Minuten vor. Wenn du dich mit Mathe einigermaßen gut auskennst, dann ist jetzt natürlich die Frage, welchen Wert nimmt man, Durchschnittswert oder Medianwert? Ich bin für mich zu dem Entschluss gekommen, da wir in diesen Zahlenreihen keine großartigen Ausreißer haben. Hier haben wir mal einen Ausreißer. Ansonsten die wichtigsten Zahlen sind ja hier die Nominalinvestitionssumme und insbesondere auch die Investitionssumme. Und da haben wir keine extremen Ausreißer. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, hier als wichtige Zahl immer den Durchschnittswert zu nehmen. Und du kannst sehen, dass ich im Jahresdurchschnitt eine Nominalinvestitionssumme von 33.800 hatte. Und eine Investitionssumme von 30.630 und einen durchschnittlichen Cashbestand von 4.160 Euro und einen Depotbestand von
ich runde mal 35.000 Euro. Wenn du dir diese Videos anguckst oder mal angeguckt hast in der Vergangenheit und dir auch diese Zahlenreihen anguckst, auch nochmal auf Pause machst und das Ganze nochmal so ein bisschen analysierst, dann wirst du vielleicht auch feststellen, dass diese Zahlenreihen gar nicht mal so doof sind. So, und hier unten gibt es jetzt noch mehr Zahlen, die muss ich aber auf jeden Fall interpretieren. Das ist nicht so einfach zu verstehen. Zunächst einmal, wie kann ich jetzt meine Depotrendite einfach berechnen mit bereinigten Zahlen? Denn diese 15,43% Rendite, da sind ja schon eine Menge gezahlte Steuern drin. Das ist ja quasi eine Nettorendite. Dann ist es ja so, dass ich nicht den gesamten Betrag, den ich auf meinem Depot hatte, die ganze Zeit über das ganze Jahr über investiert hatte, sondern immer nur Teile davon. Und das Ganze muss man halt so ein bisschen runterbrechen. Und ich habe versucht, mich mit einer einfachen Rechenmethode realistischen Werten anzunähern. Und das habe ich dann halt wie folgt gemacht. Das ist jetzt die erste berechnete Zahl. Rendite, Depotbestand mit Median-Depotwert. Das heißt, im Verhältnis diese Rendite zum mittleren bzw. das stimmt ja gar nicht mehr. So, ich musste das jetzt gerade nochmal ändern. Und zwar die Rendite, Depotbestand mit Durchschnittsdepotwert. Das habe ich zwischendurch nämlich nochmal geändert. Also das heißt, ich habe durchschnittlich in diesem Jahr 33.800 Euro an Depotbestand einfach auf meinem Konto gehabt und habe damit diese Rendite erzielt. Das wären glatt gebügelt einfach mal so 21%. Warum ist diese 21% erstmal höher als diese 15,43%, die mir auch Trade Republic anzeigt? Naja, ganz einfach, ich habe das ganze Jahr über nicht diese 46.000 Euro investiert gehabt, sondern zum Beispiel zum Januar nur 21.000 und zur Jahresmitte zum größten Teil nur 30.000. Und wieso sollte ich dann diese höchste Summe hier, diese 46.000 Euro, so wie du das hier siehst, halt einfach als Renditebasis für meinen Ertrag hier nutzen? Das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Deshalb ganz, ganz einfach hier im Durchschnitt sind wir bei mindestens 21% Rendite hier in meinem Depot. Dann ist ja nochmal die Frage, ist eigentlich der komplette Bestand in meinem Depot einer Rendite unterworfen, das heißt der komplette Nominaldepotbestand. Und das stimmt so ja auch nicht, denn ich habe ja im Durchschnitt immer 4.160 Euro an Cash gehabt. Und wenn ich das Ganze mal so grob interpoliere, dann habe ich hier eine durchschnittliche Investitionssumme. Die ergibt sich halt aus Depotbestand abzüglich meines Barbetrages bzw. des Betrages auf dem Verrechnungskonto. Und dort habe ich einen durchschnittlichen Wert von 30.630 Euro gehabt. Und wenn ich diese durchschnittliche Investitionssumme im Verhältnis zu meiner absoluten Rendite nehme, dann bin ich auf einmal schon bei 23,2% in etwa gerundet. Dann sieht das Ganze schon mal anders aus. Hier habe ich jetzt die ersten Zahlen im Verhältnis gesetzt. Den DAX MSCI World, den S&P 500, den MSCI World Momentum, S&P 500 IT und den Nasdaq 100 habe ich hier immer in Relation gesetzt, damit man meine Rendite vergleichen kann. Aber auch diese Zahl ist ja nicht wirklich vergleichbar mit meiner realistischen Rendite, denn ich vergleiche das Ganze hier, wie du sehen kannst, anhand der Formel mit meinen 7.096 Euro Rendite absolut. Das ist aber eine Nettorendite, das heißt, da ist ja schon Abgeltungssteuer von abgeflossen und da ich ja eine Menge getradet habe, das heißt auch ganz oft Gewinne mitgenommen habe und ganz oft schon Steuern abgeführt worden sind, müsste ich versuchen, mir eine Bruttorendite auszudenken. Ja, und wie macht man das? Das ist vollkommen ausgeschlossen, dass man das irgendwie einfach in der Trade Republic App hinbekommt. Deshalb habe ich mir hier an der Seite so eine grobe Nebenrechnung mal ausgeführt und das sind allein die gezahlten Steuern 289 Euro vom 12. November bis Anfang November 2020. Da habe ich allein schon 290 Euro Steuern, Abgeltungssteuer gezahlt. Das habe ich mir im Einzelnen hier ausgerechnet anhand der Abrechnung. Das heißt Gutschriften und gezahlte Kapitalertragssteuer bzw. Abgeltungssteuer halt einfach. Ich habe das auch versucht, anhand meines Gesamtgewinns zu errechnen und dann, wie viele realisierte und unrealisierten Gewinne habe ich anhand meines Depots. Aber das stimmt hinten und vorne nicht durch das FIFO-Prinzip. Das heißt, die Renditezahlen, die in meinem Trade Republic Depot stehen, das sind nicht die Zahlen, auf denen ich Steuern gezahlt habe. Und je länger ich Werte im Depot gehabt habe, desto günstiger habe ich die erfahrungsgemäß bei mir eingekauft und desto mit einer höheren Rendite habe ich die auch verkauft. Und Trade Republic zeigt mir nur eine Durchschnittsrendite an. Das heißt, die Werte stimmen einfach nicht. Das heißt, ich müsste diese
diesen Wert so ganz, ganz grob hoch interpolieren. Und das ist vollkommen ausgeschlossen, dass ich das jetzt mathematisch irgendwie machen kann. Deshalb habe ich mir einfach Folgendes überlegt. In dieser Zeile siehst du meine Rendite von der durchschnittlichen Investitionssumme hier wieder im Verhältnis zu der absoluten Rendite. Und dann habe ich hier unten in der Formel, kannst du das sehen, bei meiner absoluten Rendite 1000 Euro noch hinzugezogen. Das heißt, ich rechne hier einfach mit einer Rendite von 8.096 Euro, also 7.096 Euro plus 1.000 Euro. Also das ist nur ein Annäherungswert. Es kann auch sein, dass ich 900 Euro Steuern bezahlt habe oder auch 1.400 Euro Steuern gezahlt habe. Das weiß ich nicht. Trade Republic hat derzeit keine Gewinnverrechnungstöpfe, sondern nur Verlustverrechnungstöpfe. Und ich habe Trade Republic deswegen auch schon angeschrieben, dass sie vielleicht mal einen Gewinnverrechnungstopf machen sollen. Das heißt, wie viel Abgeltungssteuer aktuell schon abgeführt worden ist. Das wäre ganz nett. Dann könnte ich das wesentlich einfacher hier berechnen. Wie gesagt, aktuell geht das halt leider nicht. Ich bin hier ungefähr, wie gesagt, das ist ein Annäherungswert, bei 26,43%. Und das ist so eine Rendite, die finde ich schon verhältnismäßig plausibel. Und ich habe ja immer wieder Beiträge in meinen Depot-Videos gehabt, wo die Leute gesagt haben, hey, du bist nur bei 12% Rendite, der Nasdaq ist bei 30% und dein Depot, das kann ja gar nicht mithalten und so weiter. Ja, das sind die Leute, die in Mathe vielleicht nicht ganz so aufgepasst haben. Du siehst, wie kompliziert das eigentlich ist. Ich habe das ja nur ein bisschen nachvollziehbar versucht, hier darzulegen, wie kompliziert das ist, auch nur ein Annäherungswert der tatsächlichen Bruttorendite hier zu bekommen aufgrund der Zahlen bei Trade Republic. Und hier sieht man auch, dass Trade Republic durchaus hier noch Defizite hat, um Dinge einfach genauer berechnen zu können. Aber wir gehen diese Rendite hier einfach mal durch. Das heißt, in diesem gleichen Zeitraum habe ich hier Vergleichsrenditen genommen, dieser Indizes, hier habe ich als Referenz iShares ETFs genommen und diese Rendite hier einfach aufgeschrieben in dem Zeitraum 31.01. bis 6.11.20, also genau der Zeitraum, wie ich auch meine Depot-Performance hier versuche darzustellen. Und hier vergleichen wir einfach mal die Zahlen. Also du siehst, das ist einfach nur ein Übertrag von der oberen Renditezahl, da ändert sich ja gar nichts. Mein Depot 26,4% in etwa. In der gleichen Zeit hat der DAX minus 4,4% gemacht. Hier sieht man mal wieder, wer in Deutschland investiert war, breit investiert war, der hat keine gute Zeit erlebt. Wer im MSCI World investiert war in diesem, wie gesagt, gleichen Zeitraum, der hat ungefähr 6,9% Rendite gemacht. Das ist in diesem Jahr besser als nichts, aber es ist auch nicht so besonders gut. S&P 500, ja, 10%, schon mal besser als der MSCI World, aber du bist dann halt auch mehr in den USA investiert und so weiter. Trotzdem 10% ist nicht so besonders gut. Was dieses Jahr einfach mal so besser gelaufen ist, ist der MSCI World Momentum gewesen. Das heißt, hier hast du einfach Aktien drin, die von einem Aufwärtstrend geprägt waren und dieser MSCI World hat schon 19% Rendite hingelegt. Also der ist aber immer noch unter meiner Depotrendite. Was ich nochmal ganz kurz erwähnen muss, meine Depotrendite, alle Kosten, alle Trades, immer diese 1 Euro oder auch bei Derivaten diese Zusatzkosten, sind in meiner Rendite schon abgezogen. Das heißt, wir haben hier nach den Kosten quasi schon eine annäherungsweise Nettorendite vor Steuern, wenn man denn so will. Der S&P 500 IT, das ist ein ETF, den ich auch relativ schwer gewichtet habe in meinem Depot. Diesen ETF finde ich einfach auch super und der hat dieses Jahr bisher 27,8% gemacht. Das heißt, das ist der erste ETF, der besser performt hat als mein Depot hier. Und ich finde die Rendite, insbesondere auch mit Blick auf die Kosten dieses ETF, der kostet halt nur 0,15% im Jahr, glaube ich, so in der Größenordnung, der ist also sehr, sehr günstig. Also wäre das auch eine ziemlich gute Wahl gewesen. Und dann der absolute Gewinner dieses Jahr ist mit ungefähr 35% der Nasdaq 100 gewesen. Man hat ja dann gesehen im April und Mai, wie dieser Nasdaq 100 mit seinen Werten abgegangen ist. Auch Amazon befindet sich ja in diesem ETF und Amazon ist auch mega abgegangen. Und ja, dieser ETF hat einfach von der aktuellen Zeit unfassbar krass profitiert. Und der ist in etwa mit 9% besser gelaufen als mein Depot. Also hätte ich meine gesamte Investition anstatt in diesen breit gestreuten Dingen, die ich halt einfach in meinem Depot habe, nur in den Nasdaq 100 gesteckt, wäre meine Performance ungefähr 9% höher gewesen. Und das finde ich schon mal recht
spannend. Aber es gibt natürlich auch Nachteile. Wenn ich nur in den NASDAQ 100 investiere, dann habe ich zum Beispiel die Werte nicht wie im MSCI World Momentum, das heißt weltweit gestreute Werte. Der MSCI World Momentum ist natürlich auch sehr in den USA investiert, aber trotzdem hast du dort einfach noch eine weltweite Streuung. Auch im S&P 500, obwohl da auch halt nur größtenteils US-Werte drin sind, hast du trotzdem eine wesentlich breitere Sektorenstreuung. Und das gilt es halt auch in meinem Einzelfall zu berücksichtigen. Und deshalb habe ich hier unten noch mal zwei weitere Zahlen rein aufgeführt. Zum einen siehst du hier immer, was wäre mit meiner Investitionssumme passiert. Hier unten siehst du wieder die Formel halt einfach. Das heißt, mein nominal investiertes Geld würde ich mit dieser Rendite nehmen. Also das heißt, ich hätte im Prinzip ja dieses Geld zum Jahresanfang investiert mit ungefähr dieser Rendite. Dann hätte ich diesen Betrag gehabt. Also ich gehe von einer 100% Investition aus meines Nominalbetrages. Auch das ist wieder nur so ganz, ganz grob berechnet. Aber um es einfach zu machen, halt einfach. Dann siehst du, dass ich ungefähr 8.900 Euro Rendite hätte im Jahr. Die anderen ETFs reichen da alle nicht dran. Welcher ETF dann als erster daran reicht, ist der S&P 500 IT ETF. Du siehst auch immer, dass ich dann hier die jeweiligen Renditen von oben genommen habe. Und dieser hätte schon besser performt als mein Depot. Aber wie gesagt, das sind relativ ungenaue Annäherungswerte. Trotzdem ist das so eine gewisse Relation, die ich ziemlich spannend finde. Und der NASDAQ 100 hätte dann tatsächlich doch eine Ecke besser performt als mein Depot. Aber das Problem ist halt auch, dass der NASDAQ 100 wesentlich enger gestreut ist als mein Depot. NASDAQ 100 sind zwar 100 Werte in etwa drin, aber trotzdem sind diese Werte natürlich USA und sehr techniklastig und überhaupt keine Finanzen oder so breit gestreute Sektoren sind da einfach nicht drin. Es ist einfach sehr techlastig. Deshalb habe ich mir mal Folgendes ausgedacht. Was wäre, wenn ich immer 100% des Nominalbetrages investiert hätte und gestreut hätte in 60% NASDAQ, 15% S&P 500 IT, 15% MSCI World Momentum und 10% S&P 500. Das ist schon eine krasse US-lastige und IT-lastige Streuung. Also diese Streuung ist nicht wirklich ernst zu nehmen. Aber um es einfach mal vergleichbar zu machen, denn ganz unähnlich ist mein Depot realistischerweise nicht aufgebaut. Ich habe noch wesentlich mehr China-Werte, aber trotzdem ziehen wir das einfach mal als Vergleich heran. Und da siehst du, dass wir... Diese Formel siehst du hier wieder unten. Also wie gesagt, gar nicht mal, eigentlich ist es ziemlich einfach zu berechnen. Ich nehme einfach die Verhältnisse von dieser Rendite hier ran, wie ich das hier oben aufgeschrieben habe. Siehst du ja auch hier unten anhand der Formel. Und hier siehst du, dass ich zwischen 8.900 mein Depot und zwischen 9.800 gar nicht mehr so eine richtig krasse Differenz befinde. Zumal du ja noch berechnen musst oder bedenken musst, dass ich eine Menge Trading-Kosten verursacht habe, dass ich auch eine Menge gelernt habe. Natürlich werden die Buy-and-Holder jetzt sagen, ja, und du hast auch eine Menge Zeit investiert. Das stimmt, aber diese Zeit, die lasse ich mir nicht bezahlen. Das heißt, wie viel Zeit ich in meinem Depot investiere, das möchte ich mir auch gar nicht bezahlen lassen. Das sind einfach Erfahrungswerte, die ich lerne, die ich versuche mitzunehmen. Und ja, der Erfahrungsschatz, den ich daraus quasi hoffentlich irgendwann mal habe oder auch dieses Jahr auf jeden Fall schon mitgenommen habe, der ist mir wesentlich mehr wert als die Trading-Kosten. Das sehe ich einfach persönlich so. Das ist meine subjektive Meinung dazu. Und du siehst eigentlich, wie interessant das Ganze ist, das hier mal aufzudröseln. Ja, für die Nicht-Mathe-Genies, glaubt einfach mal die Zahlen. Und was mich jetzt nochmal richtig interessieren würde, falls irgendwer Physik, Mathe oder auch Ingenieurswesen studiert hat. Ich bin Jurist und Mathe ist so ein ziemlich kleines Nebenfach bei mir gewesen. Mich würde jetzt nochmal interessieren, wie ihr diese Berechnung findet. Wenn ihr praktische Hinweise habt, wie man ohne wesentlich Mehraufwand diese Berechnung noch optimieren kann, dann schreibt es mir in die Kommentare. Dann werde ich vielleicht nochmal ein neues Video machen mit erneuten Formeln, wo man das Ganze vielleicht etwas genauer ablesen kann, um das Ganze noch genauer zu berechnen. Wie gesagt, diese Annäherungswerte sind meiner Meinung nach schon gar nicht mal so schlecht. Und wo ich diese Zahl hier dann relativ plausibel ausgerechnet habe, fand ich das schon mal ziemlich interessant, dass meine Performance doch durchaus höher ist als das, was mir Trade Republic so anzeigt. Jawohl, ich würde mich wie immer über Feedback freuen. Hinterlasst mir einen Daumen nach oben. Falls noch nicht geschehen, abonniert diesen Kanal, denn ich glaube 80% der Zuschauer haben diesen Kanal noch immer nicht abonniert. Und wie gesagt, nutzt die Links in der Beschreibung. Und ich bedanke mich recht herzlich für die Unterstützung und ich bedanke mich fürs freundliche Zusehen. Bis zum nächsten Video dann. Ciao.